Ja, ich rauche gerne, weil ich süchtig bin, leider. Und von dem her ist das Rauchverbot wahrscheinlich eh nicht schlecht, zumindest für die zukünftigen Generationen. Weil es eben, wie gesagt, so ein Gesellschaftsding ist. Du stehst draußen zusammen, da ist die Zigaretten miteinander. Es hat einfach irgendwie einen Flair. Es hat den alten Wiener Flair, wenn man es so sagen kann. Ich finde es nur ein bisschen fies, dass das jetzt im Winter passiert, wenn es draußen kalt ist. Drinnen rauchen hat schon ein bisschen mehr Komfort. Es ist wie eine Verabschiedung von dieses Rauchen innen und es ist eigentlich gut, dass wir das einen letzten Abend noch genießen können. Ich fühle mich nicht eingeschränkt durch die Gesetzgebung, vor allem, weil ich es verstehen kann, weil die Passivraucher dadurch ja vor allem eingeschränkt sind, dadurch, dass wir hier drin alle rauchen. Ich denke, gefährlich wird es wahrscheinlich überall dort, wo der Lärm vor der Türe ins Spiel kommt. Sonst sehe ich es eigentlich auch als zeitgemäß an, dass irgendwann ein Rauchverbot kommen musste. Wenn man jetzt selber nicht will, dass man drinnen raucht, kann ich verstehen. Aber dass man das verbietet, vor allem in einer Bar, in Bars, was eigentlich kultig sind, was für sowas stehen, finde ich das echt nicht gut. Ich glaube auf alle Fälle nicht, dass die Gastronomie darunter leiden wird, weil sich die Nichttrauer wieder mehr in die Lokale trauen werden, weil sie danach einfach nicht mehr nach Rauch riechen werden. Aber ich glaube, das ist wie mit allen Dingen, die beschlossen werden. Am Anfang werden sich die Leute aufregen. Letzten Endes sind alle happy darüber, dass man drinnen nicht mehr rauchen kann. Jemand, der gerne in Bars geht, zu später Stunde eine rauchen, werde ich schon vermissen. Aber jetzt als Gastronom selber finde ich es zumindest gut, dass das Gesetz alle gleichermaßen trifft.